Ja, meine Damen und Herren, wir befinden uns hier wieder am Lieblingsplatz des Team Spandaus im Bauhaus, um Ranggitter zu kaufen. Ja, heute ist der 14.05., der 14. Mai 2011, es ist Samstag, Wetter noch ein bisschen durchwachsen, scheint aber zwischendurch schon mal die Sonne. Ja, das ist der Auftakt zum großen Geburtstagswochenende von Schnuffel. Meine Familie ist ja schon da. Ihre kommt heute und ein volles Haus dann am Morgen. Ja, so fröhliche Spiele mit Grillen und leckerem Essen, leckerem Bier, muss ich sagen. Super Bier aus dem Solling. Haben meine Eltern mitgebracht. Das Einzige, was man echt vermisst. Tja, ansonsten gehen wir die Sache mal an. Na, hier, ich hier habe den Geburtstagshaarschnitt. Geburtstagsrasur habe ich gestern schon gemacht. Und dann wollen wir mal loslegen hier. Heute ist noch ein bisschen Arbeit angesagt. Ja, zuerst noch mal den Tisch habe ich schon sauber, ja. Da können wir schon dran sitzen. Der geht dazu, dass er wiederkommt, das nenne ich gut, ey. Ja, es gestaltet sich schon ein wenig nervenaufreibend, glaube ich. Also ich weiß auch nicht, wo der plötzliche Putzfimmel herkam. Wir haben einen wunden Hintergarten, dadurch, dass wir da ja die ganze Zeit noch die Tomatenpaprika und unter anderem Kürbis stehen haben. Haben wir gesagt, ach, hier drauf wischen, haben auch andere Sachen noch zu tun. Und dann das erste war natürlich, wie kann man in so einem Wintergarten sitzen? Tja, hat sie jetzt erstmal sauer gemacht. Ja, heute wieder mit anstehen. Ich sag mal, wenn beim Bäcker drei Verkäuferinnen im Laden sind und rundherum noch drei andere Bäcker und bei dem Bäcker stehen die Leute bis weit draußen aus der Tür. Muss ja ganz gut sein. Ja, oder es heißt, der Bäcker hat einen sehr kleinen Laden, aber der Laden ist schon relativ groß. Nee, also es ist echt, also, ja. Sag ich, glaube ich, jedes Mal, wenn ich Brötchen hole, ne? Ey, Kamps ist mein Laden. Naja, wollen wir mal Schnuffeln mal beim Aufschnittkaufen noch assistieren. Weil die ist ja noch nicht da. Dachte ich, hab schon lange gebraucht. Na, ist bestimmt wieder noch eine Kasse offen, das kenne ich schon Samstag morgens. Ja. Du bist albern. Das ist gar nicht so, wie man denkt, dass es aussieht. Ja, so sieht es ganz anders aus, aber. Ja, wieso? Kann man ja. Nee, sieht nicht halb so lustig aus wie gedacht. Ja, der zweite Teil unserer Familie ist jetzt auch angekommen. Ja, also die Schweter, die Anas Eltern. Jetzt müssen wir nämlich erstmal dicke Steine ausladen, an die wir bestellt haben. Hätten wir nicht gedacht, dass sie die mitbringen. Schnuffel? Spring! 60 ist zu schmal. Ja, nee, das 90 ist schon klar, nur wie kommen wir da oben dran? Fliegen. Ja, flieg mal. Flieg, Schnuffel. Du bist doch ein Engel. Mit der Leiter. Samstagsarbeit. So, jetzt ist soweit. Der Kürbis wird eingepflanzt. Erstmal der Gartenkürbis hinten auf dem Kompost. So, keine Lust mehr. Die Anna ist zum Einkaufen, Kaufland Grillsachen kaufen. Und ich habe jetzt noch die Kürbisse fit gemacht. Und die Annas Vater hat die Einfassung gesetzt. Und die Gartenkürbisse stehen jetzt auf dem Kompost. Oh, alle ein bisschen schlapp, die brauchen jetzt alle noch richtig Wasser wieder. Und den Hokkaido haben wir auch ganz was Heißes gemacht, das kommt gleich. Ja, und hier steht der Hokkaido-Kürbis da unten. Und für den haben wir extra ein Ranggitter gebaut. Und da unten sind auch noch so ein bisschen so Kletterpflanzen mit drin. Und der Butternuss steht, einmal mitkommen. Und auch der Butternusskürbis hat ein Ranggitter gekriegt. Und steht da unten und möchte auch ein bisschen Wasser haben. Ja, und da klettern auch Schlingpflanzen mit dran hoch. Können wir mal an der Seite gucken. So, und den Fortgang werden wir dann ab sofort weiter dokumentieren. Und ich gebe auch ganz offen zu, dass ich jetzt auch langsam gar keine Lust mehr habe. Das war dann genug für heute. Aber Zeit, dass das Ding da
angeworfen wird. Dazu muss aber die Anna vom Einkaufen wiederkommen. Derweil werde ich vorne schon mal Wasser verteilen. Tja, wie immer, ne? Ich bin gerade dabei, den Grill anzufeuern und es fängt an zu regnen. Das ist irgendwas, was mit Dianas Geburtstag zusammenhängt. Ne? Ja, unsere Familien, da wie wild alle am Zusammenräumen und am Einräumen und am sonst was machen. Ja, und Diana hat schon gesagt, sie kommt dann mit einem großen Regenschirm raus. Ja, aber wie gesagt, wir haben ja soweit alles geschafft. Ich hatte schon einmal saubere Hände. Jetzt sind sie wieder dreckig. Ah, ja, ein Samstag auf dem Land. Aber meine Familie ist sehr fürsorglich zu mir. Die sind zwar alle reingegangen, aber was sie mir gebracht haben, ist ein Schirm. Ich muss ihn zwar selber halten, aber das Schnuffel zum Beispiel, das steht im Regen und gießt. Das macht vielleicht wenig Sinn, aber steht im Regen und gießt. Dann höre ich jetzt auf, wenn du Kind machst. Naja, der Satz, Schnuffel steht im Regen und gießt, macht keinen Sinn. Zeit! Nicht vergessen! Ja, eigentlich ist ja Grill mein zweiter Vorname, aber heute wollte es einfach nicht anfangen. Und jetzt sind wir fast fertig. Ne? Jetzt haben wir richtig Glut. Jo, ein abwechslungsreicher Samstag geht zu Ende. Ich sag mal Tschüss, bis morgen. Ne? Da feiern wir ja Geburtstag. Keine Ahnung, ob das abwechslungsreich im Vlog rüberkommt. Ich habe es nicht mal geschafft, das Freitagsthema klar zu machen, zu schneiden, zu schnipseln. Aber hey, wir sind hier voll im Besuchsstress. Insofern sei mir das nachgesehen. Ich weiß, vielleicht kommt es dann irgendwie Montagmorgen. Aber dann kommt es auf jeden Fall. Jo, und dann sage ich euch erstmal Tschüss, bis morgen.